Moin moin Leute und willkommen zurück zu Cyberpunk. Es wird nochmal eine kleine Special-Folge und das liegt daran, dass jetzt der 2.1-Patch rausgekommen ist. Für euch, wenn ihr das Video seht, ist das schon eine Weile her. Der kam nämlich am 5. Dezember. Jetzt gerade für mich in der Aufnahme ist der 7. Dezember. Wahrscheinlich kommt es aber im Februar oder so raus, das Video, aber wundert euch deswegen nicht. Genau, und zwar, wir haben einen neuen Patch und der Patch ist relativ groß. Wir haben ein paar neue Features, die ich einmal mit euch ein bisschen erkunden möchte. Und dann in der nächsten Folge, oder wenn das jetzt super schnell geht alles, dann vielleicht in dieser Folge, möchte ich mir noch einmal das Ende angucken, wenn wir mit Rogue und Johnny spielen. Genau. So, und was haben wir jetzt an Neuigkeiten? Also wir haben erstmal, ich habe keine Mods gerade installiert, weil die noch nicht alle so super gut funktionieren für den neuen Patch. Der ist ja, wie gesagt, gerade erst raus. Und genau, deswegen spiele ich jetzt gerade erstmal ohne Mods. Ich habe hier alles mögliche mal ein bisschen geupgradet. Nur, dass ihr mal kurz ein Gefühl dafür bekommt. Ich bin nochmal, ich glaube, 6 oder 5 Level höher als vorher. Genau, habe auch Cyberware geupdatet. Beim Charakter bin ich Intelligenz jetzt auf 20, Coolness auf 19. Das heißt, das haben wir fast auf Max-Level. Hier sind wir jetzt soweit erstmal durch. Genau, und jetzt gehe ich relativ viel auf Coolness, damit wir hier noch diesen das Fokus-Ding vollbekommen. Ihr seht, hier habe ich so die meisten Skills reingepackt. Das finde ich eigentlich ganz interessant, zumindest für den Charakter, wie wir ihn spielen. Und wenn wir uns mal auf die Karte bewegen, dann sehen wir hier schon ein paar Neuigkeiten. Und zwar sehen wir hier Metro. Das ist quasi ein neues Feature. Man kann mit der Metro fahren. Das werden wir gleich auf jeden Fall einmal machen. Was ich tatsächlich in dem System eigentlich noch ganz cool gefunden hätte, wäre, wenn man die Metros einführt und dafür ein paar von diesen Schnellreisesystemen weniger hätte. Fände ich persönlich, glaube ich, ganz cool. Damit es irgendwie auch einen größeren Zweck hat, diese Metros auch zu benutzen. Aber das ist jetzt nur mal so ein Ding am Rande. Genau, und was wir dann auch noch haben, ist eine neue Nachricht und eine neue Quest von I Really Want to Stay at Your House von Panem, beziehungsweise von unserer Romanzenoption quasi. Und das war quasi auch ein größeres Update, dass sie da noch ein bisschen was machen. Theoretisch ist es wahrscheinlich so, dass man, wenn man das jetzt nicht schon zu Ende gespielt hat quasi und dann den Patch installiert, dass auch währenddessen, könnte ich mir vorstellen, dass ein bisschen smoother läuft. Ich habe ja auch beim letzten Mal schon gesagt, oder währenddessen, dass ich mir noch gewünscht hätte, dass hier und da noch ein paar Romanzenoptionen ein bisschen besser sind, sag ich jetzt mal. Im Sinne von, dass man noch mehr mit der Person irgendwie unternehmen kann und sowas. Da gab es auch verschiedene Mods, die habe ich auch ausprobiert. Und das ist jetzt quasi so die native Version von dem Ganzen. Und das werden wir uns auf jeden Fall einmal angucken. Und um das Ganze jetzt einmal kurz abzuschließen, die lange Intro, sehen wir, ich habe hier quasi einmal mit Nancy noch ein bisschen weitergemacht. Das ist ja quasi auch die von der Band. Da werden wir jetzt erstmal nicht weitermachen, das werde ich quasi offscreen machen. Rebel Rebel, das mit Carrie, das werden wir auch nicht machen. Und Lizzie Wizzy habe ich gesehen, das ist auch eine Nebenquest, die ich noch bekommen habe. Die habe ich auch schon relativ lange, allerdings kommt da keine Nachricht. Vielleicht ist da mit dem Mods ein bisschen was kaputt gegangen. Auf jeden Fall irgendwie so ein Celebrity. Scheint eigentlich eine ganz coole, interessante Quest zu sein. Allerdings auch dafür werden wir keine Zeit haben. Genau, was wir jetzt also machen werden ist, wir werden einmal die Metro mal besteigen. Ich habe das nämlich bisher noch nicht gemacht. Ihr seht also jetzt auch meinen Ersteindruck davon. Und das war nämlich auch der Grund, weshalb ich das jetzt einmal aufnehmen wollte. Und wir haben ja auch so eine Metro-Card bekommen. Mal gucken, ob ich die gerade mal finde. So eine Endcard. Genau, hier. Ja, da kann man aber nicht viel machen. Deine Fahrtkarte für die Night City Metro. Da wäre natürlich interessant zu wissen, was passiert, wenn ich das Spiel jetzt ganz normal starte, das erste Mal. Einen neuen Spielstand mache. Und, oh, hätte ich doch nach oben gewusst. Na egal. Wann man die dann bekommt. Ah, ne, ist doch unten. Na, wir schauen mal. Aber wir standen ja öfters schon mal vor der Metro und ich glaube, dass die Metros selbst, die hatten eigentlich auch ein, wie nennt man das, ein Schnellreisesystem vor dem Punkt quasi und dann ist man quasi in die Metro gegangen
und war dann einfach instant woanders. Und genau, da haben sie jetzt so das Ganze quasi neu aufgezogen und so ein bisschen so gemacht, wie das bei der, bei dem Announcement quasi war. Da steht man ja quasi auch das erste Mal in der Metro, man läuft da so ein bisschen rum, man sieht ein bisschen was. Und genau, das haben sie jetzt alles ein bisschen expanded. Ist jetzt nicht das erste, was ich mir gewünscht hätte tatsächlich von den neuen Features. Aber wir gucken mal. Es sah auf jeden Fall echt cool aus und ich glaube, es kann auch sehr viel passieren. Weil sie haben auch gesagt, dass ein paar Dinge auf jeden Fall noch, sag ich mal, geheim sind im Sinne von, das wollten sie jetzt nicht, wollten sie nicht spoilern in einem Stream. Und dahingehend bin ich mal gespannt. Also man wird bestimmt ein paar Leute treffen, mit denen interagieren können und so weiter. Genau, und jetzt hier, das gab es vorher nicht. Da gab es vorher quasi, glaube ich, einfach nur eine Mauer mehr oder weniger und dann konnte man damit reisen. Genau, wir können auch das Ganze als Schnellreisesystem nutzen. Dann kommen wir quasi einfach woanders hin, so wie es vorher auch war. Oder wir fahren halt wirklich mit der Metro und dann dauert das natürlich auch ein bisschen. Man genießt dieses Ganze drumherum ein bisschen. Und hier sehen wir so ein bisschen die verschiedenen Straßen oder die verschiedenen Bahnen anscheinend. Das ist natürlich ganz interessant. Da ist auch das Worldbuilding, glaube ich, ziemlich cool. Deswegen hätte ich mir, wie gesagt, gewünscht, dass man da vielleicht noch die Schnellreisesysteme dann ein bisschen weniger gemacht hätte. Ja, aber dann sieht man hier natürlich, geht zum Beispiel von Eisenhowerstraße zu Megagebäude quasi als Straight Line. Während dann das grüne Morgan in Monroe und Sagan und Glen South anscheinend eine Rundfahrt ist, mehr oder weniger. Finde ich interessant. Also da hat man sich wahrscheinlich auch ein bisschen Gedanken bei gemacht. Ja, ich sehe gerade, meine Steuerung ist auch noch nicht perfekt. Okay. Oh, jetzt habe ich aus Versehen weggeklickt. Okay, ich kann jetzt einfach... Okay, bei mir sind jetzt die B- und E-Strecke verfügbar. In beide Richtungen. Das muss ich sagen, sieht visuell einfach echt cool aus. Und ich würde sagen, wir nehmen mal die Strecke hier tatsächlich, die Pacifica zu Santo Domingo. Ich weiß gar nicht, ob das was kostet. Ob wir jetzt irgendwie einen Hundi bezahlen müssen oder so. Ja, das ist natürlich eigentlich ganz cool, weil man jetzt auch die Stadt mal so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sieht. Weil vorher hatten wir einfach diesen Höhenblick gar nicht. An der Tür stehen, aus dem Fenster schauen, an der nächsten Haltestelle aussteigen. Interessant. Ja, was sie auch noch geändert haben, das sehen wir jetzt unten links, ist, wir haben noch ein mobiles Radio. Das finde ich auch ziemlich cool, das haben sie auch schön umgesetzt. Da gab es auch einen Mod für, das sah aber optisch nicht so schön aus. Jetzt haben wir quasi die ganzen Radiosender. Und können die einfach jederzeit einfach anmachen. Und können dann währenddessen ein bisschen Musik hören und müssen nicht mehr, sind nicht mehr ins Auto gebunden. Und können das auch einfach stoppen und weitermachen. Okay, aber tatsächlich frei rumlaufen kann ich jetzt nicht. Das hätte ich nämlich jetzt gedacht, dass das geht. Aber das sieht gerade so aus, als würde das nicht gehen. Sehen wir hier auch, wo wir gerade sind? Ich glaube nicht. Sonst würden wir es ja gerade oben bei der B-Linie sehen. Also hier sehen wir es auf jeden Fall. Das ist natürlich ganz cool. Mal gucken, was jetzt passiert. Einfach ein paar Leute einsteigen, ein paar aussteigen. Oder wir kriegen da vielleicht auch gar nichts von mit. Okay. Jetzt sehen wir natürlich genau morgen in Monroe und Sagan.
Das ist jetzt quasi die Station. Charter Hill. Es ist auf jeden Fall echt, echt ganz cool, muss ich sagen. The use of combat cyberware on this train is strictly prohibited. Ich hätte jetzt wie gesagt gedacht, dass, also es gab so ein paar Überlegungen, sag ich jetzt mal, was man denn bei diesem 2.1 Patch raushaut. Weil sie extra gesagt haben, da kommen so ein paar Features rein, die sich lange gewünscht wurden. Und ich hatte echt gedacht, dass jetzt die Metro nicht das Ding ist, was sie quasi mit reinbringen. Aber an sich, warum nicht? Also es fühlt sich irgendwie richtig an, dass das funktioniert und geht. Und dass das auch so funktioniert, wie es jetzt hier ist. Ja, auch hier sowas mit der Uhrzeit und sowas. Das sieht irgendwie schön aus. Das funktioniert gut. Oben links sehen wir sogar, wie schnell wir sind. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir hier einfach mal aus. Gucken, was hier passiert. Okay, also Animation fürs Ein- und Aussteigen gibt es also tatsächlich gar nicht. Genau, jetzt hören wir schon wieder hier meinen Lieblingssender. Das ist natürlich ganz schön. Das Coole ist auch, dass man dann hier jetzt einfach ein bisschen die Lautstärke runterhauen kann. Ist vielleicht für YouTube auf jeden Fall ganz gut. Aber ich mag den Radiosender tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne. Den 30 Principales. Habe ich auch am Anfang falsch ausgesprochen, weil ich dachte, das heißt Principles, aber heißt es gar nicht. Genau, und das scheint auch integriert zu sein in die Gespräche. Also wenn man jetzt ein Gespräch anfängt, was wichtig ist, dann soll der Charakter anscheinend auch, also wie, auch aufs Radio klicken und das quasi ausschalten. Was natürlich echt ganz cool wäre. Genau, cool. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal gesehen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal in unsere Nachrichten. Wir haben von Pan Am etwas bekommen. Und sie sagt, hey, wie? Oder hallo, wie? Wie läuft dein Leben so? Würde besser laufen, wenn ich mehr von dir hören würde. Gute Frage, nächste Frage. Wie Pop-Tarts auf Pizza? Tja. Machen wir mal den Sad Boy. Ja, das ist auch wieder recht. Aber ich weiß, wie ich das wieder gut machen kann. Ich habe mir überlegt, soll ich dich mal besuchen kommen? Super gerne, bin in meinem Apartment. Ich habe eine Bude in Northside. Ah, okay, da können wir zu den verschiedenen Apartments sie schicken. Das ist natürlich cool. Also gerade am nächsten dran sind wir tatsächlich bei Corpo Plaza, glaube ich. Deswegen, oder in den Northside, so gesehen. Aber Northside ist ein bisschen ugly. Gehen wir mal zu Corpo Plaza. Das ist, glaube ich, auch das teuerste Apartment. Oder The Glen. Das ist gar nicht genau. Und was ich ganz cool finde an dieser ganzen Situation ist, dass es einfach ein bisschen natürlicher wirkt, als wenn das jetzt über ein, sagt man, ja, über einen Mod kommt. Und was mich daran halt auch, sag ich mal, freut, ist, wie gesagt, also es fühlt sich halt natürlicher an, wenn es durch das Spiel selbst kommt. Und es ist auch besser, wenn du sagst, du hast jetzt verschiedene. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo das ist. Corpo Plaza, das war doch hier. Genau. Achso, es überdeckt sich hier, deswegen. Ich nehme mal den hier raus. Okay, ich kann da irgendwie keine Wegmarke hinsetzen. Mache ich eine Wegmarke hier hin. Ja, also jetzt will er doch links lang. Okay, keine Ahnung. Was ist denn jetzt hier los? Achso, die. Ah, okay, genau, das ist auch was Neues. Da können wir jetzt mal hier Selbstzerstörung machen. Wofür haben wir denn so viel Intelligenz? Wenn wir es nicht nutzen würden. Ein bisschen looten. Genau, das Update habe ich tatsächlich ganz vergessen. Aber da sage ich gleich was zu. Was ich sagen wollte war, und ich werde die ganze Zeit unterbrechen,
Dass wenn du jetzt zum Beispiel so verschiedene neue Textzeilen brauchst oder sowas von der Panam oder von Judy oder von wem auch immer, dann kannst du das als Modder ja schlecht machen. Also heutzutage geht's vielleicht durch KI-generierte Textzeilen, die du dann einsprechen lässt, indem du dann die Stimme von der jeweiligen Person irgendwie nimmst, als Datensatz irgendwie irgendwo hingibst und das dann generierst. Ist wahrscheinlich möglich. Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so gut mit aus. Aber in der Theorie, und das habe ich jetzt zumindest schon mal gesehen, ist, dass wenn du dir jetzt so einen Mod installierst, um zum Beispiel mehr Optionen mit Panam zu haben oder sowas, es gibt zum Beispiel so einen Mod, da kannst du dann tanzen gehen oder so, oder dich an einer Bar treffen oder sowas, dann fehlt dir halt entweder der Text generell, also du hörst einfach quasi nicht viel, weil es einfach nur, ja, es wird einfach nur, keine Ahnung, miteinander abgehangen, aber es wird nicht geredet in dem Sinne so. Das kann halt vorkommen. Das muss ich mir ganz kurz überlegen. Was ist hier oben? Aber das ist natürlich jetzt... Die wollen schon sofort auf die Fresse, aber ist eigentlich ganz cool. Ich habe immer noch nicht meinen Punkt zu Ende gebracht, aber das kriegen wir noch hin. Ich habe das Gefühl, dass ein bisschen mehr leckt, das Spiel. Muss ich auf jeden Fall demnächst nochmal kurz checken, was da los ist. Weil ich habe eigentlich die Einstellung gerade nochmal überprüft. Ich muss nämlich wegen den Mods ein bisschen was deinstallieren und neu installieren. Damit es wieder gut funktioniert. Ich glaube, die Einstellung so halb kaputt gemacht. Halb funktionieren sie noch. Hier komme ich aber rein, ne? Genau, ja, das war ein bisschen schwierig zu erkennen. Hier war ich auch bisher nur einmal. Genau, und was es halt auch gibt, sind so eigene Storylines, die du machen kannst. Über das Mod-System quasi. Und dann ist es halt, glaube ich, auch schwierig, wenn du hingehst. Ach, guck mal. Die suchen uns. Wenn du quasi keine Möglichkeit hast, da die echten Voice-Actor oder sowas zu haben, dann ist es, ja, ist halt nur so halb so gut. Deswegen hoffe ich mir, dass das durch die, sag ich mal, Aktion von denen hier, von den Machern, dass das ein bisschen besser funktioniert. Panam, hey. Hello, V. What love is. Okay, hier steht tatsächlich, sind dieselben Optionen. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen mehr, was man machen kann. Kuscheln geht auf jeden Fall, aber die Textzeilen, die sind dieselben. How's it going with Rogue? It's going. Knock on wood. So, things are settled? For now, we're good at avoiding each other, and that's fine with me. Sorry übrigens, dass ich manchmal so diesen kurzen Zoom mache. Irgendwie ist meine rechte Maustaste. Keine Ahnung, da komme ich schnell drauf irgendwie. Ich weiß nicht warum. Come here. Oh, stop. Läuft doch schon die richtige Musik. Mit Kuscheln aufhören, wo waren wir nochmal? Das ist halt. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil es einfach so wenig Textoptionen gibt, dass du auch gar keine richtige Konversation überhaupt halten kannst. Zumindest nachdem du dir alle durch hast. Depends on what the it is. And what you wanna hear. Und das ist auch dieselbe. I longed for you, V. Oh, I see you've already played out this conversation all on your own. Force of habit. Panam. I did though. I missed you. And how lips that taste of tears. Okay, das scheint neu zu sein. I could sit here with you all night. I think I'd like that. You don't know how hearts burn.
Jetzt kann man es quasi wahrscheinlich einfach weiter eskalieren lassen. Okay. Let's talk a little while longer before I have to Delta somewhere. You have no idea how much I needed that. Ja, und jetzt haben wir natürlich wieder dasselbe Problem. Wir haben keine Texte, mit denen wir reden können. Also keine Textoption. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, wenn man sich woanders trifft oder so. Weil das sind im Endeffekt dieselben Texte, wie wenn ich sie jetzt anrufen würde. Wenn ich jetzt pennen gehe. Gucken, was passiert. Okay, sie kommt dann schon mit. Yeah, it's been a long day. Ja, okay, das ist natürlich ein kleines bisschen ernüchternd. Wenn man das so sagen kann. Also es muss ja kein riesen Update sein, sag ich jetzt mal. Aber was ich schon cool gefunden hätte, wäre echt ein paar mehr Optionen, miteinander zu quatschen oder sonst was. Aber ich glaube, dass das dann tatsächlich, so. Ich meine, was ich noch gehört habe, ist, dass man halt tatsächlich ein paar Interaktionsmöglichkeiten hat, im Sinne von, dass man wirklich in eine Bar geht oder so. Oder beim Tanzen, muss man mal gucken, wie das funktioniert. Sehr gut bald gemacht hier, ey. Meine Güte. Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht genau, das muss man mal gucken. Das kann man auch mal ausprobieren, vielleicht finden wir da gleich noch eine Möglichkeit. Weil, Folge geht ja dann, wenn wir so wollen, noch ein bisschen. Aber das hätte ich mir tatsächlich noch ein bisschen ausgeprägter gewünscht. Dafür, dass es halt so ein Feature war, was sie angekündigt haben, hätte ich mir gehofft, dass es da noch ein bisschen mehr geht. Aber hey. Es ist ja nicht so, dass es schlecht wäre. Wir gucken mal ganz kurz. Vielleicht haben wir irgendwo eine Bar in der Nähe. Das sieht man jetzt natürlich schlecht. Deine Apartments, okay. Was ist denn? Dynamisch. Service Point. Können wir mal Richtung, wo war denn Koyo irgendwas? Dann fahr ich da mal hin. Hier. Und ich fahre auch hin. Ich habe jetzt keinen Bock mit dem Schnellreisesystem. Okay, und wir kriegen noch Nachrichten anscheinend. Hey Hübscher, ich hatte so viel Spaß mit dir. Wie immer. Hoffentlich können wir das wiederholen. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Aber es wäre auch schön, wenn man ein paar mehr Möglichkeiten hätte, zu interagieren, zu reden, etc. Ja, mal gucken. Was ich ja grundsätzlich geil finde, und das haben sie auch wirklich gut umgesetzt, ist, dass die Möglichkeiten der Romanzen, die sind jetzt zwar, also man hat nicht so viele Romanzenoptionen. Da kann man sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen schade. Würde ich auch sagen, das machen andere Spiele, glaube ich, insgesamt besser. Aber was ich schon gut finde, ist, wie sie das umgesetzt haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass man als Charaktere irgendwie zusammenwächst. Und natürlich gibt es irgendwann diesen Moment, wo es dann so ein bisschen komisch wird und man sich dann annähert und so weiter. Und dann geht es auf einmal in eine andere Richtung. Oder es geht von jetzt auf gleich oder so. Das ist ja auch ganz natürlich, denke ich jetzt mal, ganz normal, dass irgendwie sowas passiert. Aber genau, dann, wenn man das Spiel dann erst einmal beendet hat, dann ist das halt, finde ich, ein bisschen schade, dass das halt so komplett wegfällt. Aber im Endeffekt, das, oder besser gesagt, was mich, glaube ich, daran stört, ist, dass die Romanze wie eine Storyline funktioniert und nicht wie eine kontinuierliche Entwicklung, wenn man so will.
So, jetzt sind wir hier bei diesem Koyo irgendwas. Jetzt gucke ich mal gerade, ob wir hier irgendwo dann die Bar haben. Hier ist sie nämlich. Das ist ja quasi unser Stadtgebiet. Und jetzt gucke ich mal, ob wir hier noch Interaktionsmöglichkeiten haben, die wir vorher nicht hatten. Weil das würde mich jetzt interessieren. Das wäre ganz cool, wenn das geht. Aber das scheint nicht so. Okay, das ist tatsächlich noch vom von einem anderen Mod. Und das finde ich sind zum Beispiel auch so Optionen. Das habe ich hier und da mal ausprobiert, als ich die Mods noch nicht installiert hatte. Ob man quasi auch einfach sowas trinken kann. Statt diese Angebote, wo man dann wirklich irgendwie so ein Item halt kauft. Und das hatte ich so ein bisschen vermisst, dass diese Option so nicht existiert. Und tatsächlich ja, gibt es einen Mod dafür, das ist eigentlich ganz cool. Aber keine Interaktionsmöglichkeit mit der Partnerin. Das ist natürlich schade. Nur gut, dann ist das wohl so. Dann werde ich hier noch kurz ein bisschen Nebenquest machen. Oder zumindest ein oder zwei. Und noch kurz erzählen, was mit dem anderen... Ah, warte mal. Genau, eine andere Sache können wir gleich noch machen. Wenn wir das gemacht haben, dann werden wir mal zu der Ibonike gehen. Und da mal gucken, was uns noch erwartet. Weil wir haben ja schon zwei Zugangskarten bekommen durch die Finale, die wir gespielt haben. Und ich war einmal da. Ich weiß, wo wir auf jeden Fall hin müssen. Allerdings war ich noch nicht drin, weil ich es halt noch... Ich wollte es noch offen lassen. Und mich nicht spoilern lassen oder so. Und genau, eine andere Änderung, die sie noch gemacht haben... oder zwei, aber erstmal die erste, war, dass wir, das haben wir gerade gesehen, quasi mit Gangs interagieren, in dem Sinne, dass wir quasi die Gangs verhindern an irgendwelchen, keine Ahnung, also wir verhindern irgendeinen Deal oder sonst was, oder wir machen einfach ein bisschen Amoklauf oder so in der Nähe, dann wird diese Gang auf uns aufmerksam und wird uns jagen. So, dass man sich das quasi dann auch mit einer Gang irgendwie ein bisschen kaputt machen kann, im Sinne von, wir werden jetzt die ganze Zeit angegriffen. Und das haben wir ja vorhin schon gesehen, dass das tatsächlich der Fall ist. Wir wurden einfach auf einer Straße von den, ich weiß jetzt gar nicht, welche Gang das war, angegriffen. Wahrscheinlich die, Maelstrom. So, hier haben wir auf jeden Fall einen Überfall. Den wollen wir natürlich möglichst leise beenden. Aber sollten wir auch kein Problem mit haben. Das ist anscheinend die 6th Street. Zumindest sieht er danach aus. Es könnte natürlich tatsächlich eigentlich... Also man will ja alles machen. Man will ja alles spielen. Man will jede Nebenquest irgendwie machen. Zumindest würde ich sagen, wollen das die meisten Spieler. Dann, ist das vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, aber ich könnte mir vorstellen, so rein Roleplaying-mäßig. Wäre es ja eigentlich ganz cool, wenn man sagen könnte, okay, ich lege mich jetzt mit der und der Gang an, aber ich versuche, mit der Gang irgendwie cool zu sein. Oh. Aber hier ist auch direkt einer. Okay, den können wir jetzt gerade gar nicht packen. Interessant. Ja, okay, die sieht uns jetzt wahrscheinlich. Okay, nee. Aber der. Schade. Aber ist das wohl so? Oh. Ich habe noch eine neue Granate gefunden. Ich wusste gar nicht, dass das noch geht. Dass wir noch nicht alle haben. Kann ich mal ganz kurz ausrüsten und mal zeigen. Ist hier so eine Anti-Person-Granate. Die funktioniert so, dass sie so Laser schießt. Und dann in der Umgebung die ganze Zeit Schaden macht. Er sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, muss ich sagen. Aber wirklich effektiv ist sie leider nicht. Ich finde auch geil, dass wir mit der Waffe... Da bin ich bisher nicht so wirklich drauf eingegangen. Im Nahkampf, wenn wir diesen schnellen Nahkampf machen, diesen Feuerangriff machen. Den Johnny auch gemacht hat. Das liegt wahrscheinlich an der Waffe selbst.
Hier haben wir dann einfach so einen Knock. Und hier haben wir dann so einen Feuerangriff. Wobei ich den jetzt nicht nochmal machen kann. Aus irgendeinem Grund. Okay, Fertigkeitsspital. Hier noch ein Gespräch. Das ist wahrscheinlich das, was wir brauchen. Sonst ficken die uns ohne Arschgel. Ohne Gleitgel in den Arsch. Okay. Arschgel ist auch gut. Okay, brauchen wir uns nicht alles durchlesen. Damit haben wir es, glaube ich, schon abgeschlossen, tatsächlich. Manchmal finde ich das ganz cool. Da gibt es Quests, wo man dann danach noch wohin muss. Das heißt, man findet quasi eine Location oder man findet irgendwie eine Art Standort von irgendwas. Man soll dann danach noch dahin, um das zum einen abzuschließen, aber zum anderen eben auch, um ja, die Belohnung sich dann irgendwie abzuholen, weil sie dort irgendwie was geplantet haben. Okay, Pan Am will natürlich direkt wieder was. Genau, das ist auch interessant. Das, was ich hier habe mit Falco, ich mache das mal ganz kurz auf und erkläre dann gleich, worum es geht. Okay, er hat geschrieben. Hab gehört, dass du nach der Crew von David Martinez suchst. Du hast sie gefunden? Achso, du hast sie gefunden. Ich bin Falco, was willst du? Ich habe einen XPD gefunden, weiß nicht, wer ihn aufgenommen hat, aber Martinez' Name kam vor. Wollte mehr herausfinden. Ja, sagen wir das mal. Gucken wir mal, was Falco schreibt. Wir sind nicht mehr im Geschäft. So weit aus dem Rampenlicht, dass es hier dunkel ist wie der billigste Scoop-Kaffee. Egal wie du egal was du gehört hast, die Vergangenheit ist vorbei. Wir wollen sie nicht ausgraben. Wir haben auch mal in deiner rumgewühlt. Wie? Jetzt wird's interessant. Der Söldner, der aus dem Nichts kam und Night City im Sturm erobert hat. Und bei deinen Verstrickungen mit Arasaka. Du und David, ihr habt mehr gemeinsam, als du denkst. Ja, das könnte gut sein. Nur, dass wir nicht komplett verrückt werden. Also ich bin mir nicht sicher, wie du uns finden konntest. Ich bin mir sicher, du könntest uns finden, wenn du dir Mühe gibst. So. Deshalb wollte ich mich zuerst bei dir melden, um dir zu sagen, dass die Mühe nicht wert ist. Unsere 15 Minuten im Rampenlicht sind vorbei. Aber dir bleibt noch etwas Zeit. Ich habe etwas Nettes für dich bei El Capitan hinterlegt. Pass draußen auf dich auf. Okay, interessant. Ich hoffe, das geht noch weiter, die Quest, weil das war eigentlich ziemlich interessant. Ja, hol dir das Geschenk. Ist es vielleicht auf dem Weg zu der Ebonike? Müssen wir mal gucken. Aber nee, die Ebonike ist hier oben. Aber das können wir vielleicht trotzdem mal eben machen. Das würde mich interessieren. Und dann kann ich mal ganz kurz erklären, was jetzt eigentlich Phase war. Vielleicht klingelt der Name bei dem einen oder anderen. Ich habe das so halb durch Zufall gecallt, einmal. Und zwar waren wir mal vor einer ganzen Weile bei der Begräbnisstätte, also bei diesem, wie heißt es gerade noch? Kolumbiarium, glaube ich, heißt es. Und da habe ich ein paar Namen gesehen und mittlerweile war ich auch noch mal ein paar Mal da. Und man sammelt auch ein paar Namen dort, die wir uns gleich auch nochmal angucken können. Das heißt, man sammelt die Leute, die tatsächlich versterben, die sieht man dann auch, also die wichtigen Charaktere zumindest. Die kriegen dann einen eigenen Grabstein im Endeffekt. Und da habe ich noch so ein paar entdeckt. Zum einen habe ich ja schon mal eingeblendet von Johnny und von hier, Alt. Und unter anderem gibt es da auch David Martinez und Gloria Martinez. Und ich habe damals gesagt, hey, waren die nicht irgendwie aus dem Anime oder so? Weil irgendwie hat dieser Martinez-Name geklingelt. Und auch David hat irgendwas hat geklingelt. Ich konnte es aber nicht ganz zuordnen. Und ich dachte erst, das wäre der Hauptcharakter gewesen. Und dachte ich, okay, David Martinez, das macht irgendwie keinen Sinn. Und stellt sich aber heraus, dass der David Martinez der erste Charakter ist, mehr oder weniger, den man im Anime sieht, der quasi
ja, quasi die Cyberpsychosis hat. Und man hat irgendwo, ich glaube so ungefähr, vielleicht so hier unten in dem Gebiet irgendwo, meine ich. Oder hier. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Es war so ein Industriegebiet, deswegen glaube ich irgendwo hier. Hat man so ein XPD einfach im Mülleimer gefunden. Also so ein, dieser Braindance-Apparate, die man einfach aufsetzt. Und dann hat man quasi den Anfang des Animes gesehen. Und dachte ich so, okay, interessant. Das ist natürlich mal was Neues. Und das hat dann quasi so einen Sprung gemacht. Das hat aber so ein bisschen die vierte Wand gebrochen. Dass man dann hier im Spiel Teil des Animes sieht. Und genau. Das war die Herleitung davon. Oder davon. David Zirkel. Ah, doch. Gehörte einst David Martinez und davor seiner Mutter Gloria. Oder war das doch der Hauptcharakter? Also jetzt bin ich mir ja total unsicher. Ich dachte, das wäre... weiß nicht, wahrscheinlich sehen wir es jetzt gar nicht wegen dem Ding. Ich habe jetzt gerade auch nichts an, deswegen will ich jetzt... wenn ich mich jetzt blank mache, das ist doof. Over the Edge. Ja, hier sieht man auch das Symbol nochmal von dem Edge Runner. Das interessiert mich jetzt gerade. David Martinez. Ich dachte, das wäre der Typ, der Amok gelaufen ist. Also, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber... Wir fahren da mal eben ganz kurz hin. Und wir werden angerufen. Oh, hi, it's Cynthia, Pepe's wife. Remember me? Ah, yeah, okay. I do. I don't know what you told him, but thanks. Thank you so much. Ja, cool. Das ist auch eine Nebenquest. Und der Pepe war der Bartender, wo wir vorhin waren, in Koyos Bar. Oder wie heißt das? Coyote Koyo, Koyo Coyote. Ich vergesse es immer wieder. All units in the area. Criminal activity confirmed in Santo Domingo. Ey. Das war doch gar nichts. Confirmed criminal activity in Santo Domingo. 521 reporting. Sorry, dispatch. Had to take a leak. I'm on route. Had to take a leak. Also das finde ich tatsächlich ziemlich geil bei den Bullen. Die Sprüche und dieses, ja. Wie sie damit umgehen. Da kommt uns jetzt gerade einer entgegen. Mal gucken, dass wir kurz pausieren. Okay. Order has been restored. All units instructed to return to patrol. Ich google mal gerade kurz nebenher. Das geht mir jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Dann hatte ich doch recht und hab's aber falsch interpretiert. Don't surf and drive, aber geht das gerade nicht anders? Martinez. Okay, es ist doch der Hauptcharakter. Okay, dann habe ich es doppelt falsch interpretiert. Ich habe es erst richtig interpretiert, dann gedacht, ich habe es falsch interpretiert. Dann das angeblich Falsche korrigiert mit einer tatsächlichen Falschmeldung. Wenn man mir folgen konnte. Ich glaube schon. Ja, aber cool. Dann haben wir das doch auch geklärt. Und dann gucken wir uns das nochmal ganz kurz an. Und dann gehen wir zu Ibriki und dann sind wir auch durch für die Folge. Haben wir nochmal eine extra Folge reingeschoben. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal doch nochmal das Ende an von Alt und Johnny. Von Johnny und Rogue. Ja, da bin ich echt gespannt drauf. Nur was ich dahingehend aber eigentlich machen wollte, war halt noch ein bisschen zu leveln. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen. Also ich habe schon ein bisschen gelevelt. Aber es kann sein, dass ich noch ein, zwei Nebenmissionen vorher mache. Genau, und hier sieht man quasi so, gerade so in diesem mittleren Gang. Ja, wobei hier immer, wenn unten drunter was steht, dann ist es meistens irgendwie, den man kennt. Ruby Barrett, das sagt mir jetzt tatsächlich aber nichts. Genau, aber sonst sind hier ein paar interessante Personen. Lucius Ryan, ein großartiger Mann des Volkes. Den Namen habe ich auch zuletzt nochmal irgendwo gehört. Ich glaube, das war irgendwie... Das ist mal nicht irgendein Politiker aus dem Spiel. Genau, Jackie Wells.
Gute Nacht, mein Prinz. Machen wir mal mein Prinz. Das klingt ein bisschen komisch auf Deutsch, finde ich. Oswald Forrest. Er dachte, er käme mit allem davon. Das war der Woodman, den wir in dem Clouds kaputt gemacht haben. Arthur Jenkins. Dem Konzern verschrieben, loyal bis zum bitteren Ende. Aber der sagt mir gerade nichts, der Name. Rebecca. Ah genau, das ist doch, genau, sehen wir auch hier in dem Symbol, auch von Edge Runners. Bedauere, dass wir unsere Gespräche nie beenden konnten. Vielleicht ist der auch aus Edge Runner. Irgendeiner, den wir da getroffen haben. Ich bin gerade nicht mehr genau sicher. Evelyn Parker. Sie starb beim mutigen Kampf gegen das System. Genau, dann haben wir hier die beiden Martinez-Leute. Ja, jetzt sieht man es auch klar nochmal mit dem Icon. Wir sehen auch dieses, hier, das Rückenmark-Ding, was er sich quasi installiert hat. Das mich nie auf den Mond gebracht, aber trotzdem war es mit mir dort. Genau, und das mit dem Mond hat mich nämlich auch damals zu der Situation gebracht, dass ich dachte und korrekt dachte, dass es der Hauptcharakter ist. Genau, Gloria, du hattest recht, David hat die Spitze des Arasaka Towers erreicht. Dann passt das alles wieder. Andrew Wayland, auch schon mal gehört, ich bin mir gerade nicht genau sicher, wer das ist. Anthony Paroles. Klingelt auch irgendwie. Nick Ford hat man, glaube ich, noch nicht gehört. Jetzt komme ich gerade noch mal ganz kurz hier. Ein, zwei waren da auf jeden Fall noch dabei, die ich auch erkannt hatte, aber genau, dann die beiden halt. Einmal Johnny. Und Alt Cunningham. Da waren auf jeden Fall noch der ein oder andere dabei. Aber ich finde die jetzt auch leider, glaube ich, so auf die Schnelle nicht. Aber das ist eigentlich ganz cool, dass das auch tatsächlich dann wächst mit der Zeit, weil wenn man jetzt hier vorher hinkommt, würde ich davon ausgehen, also sag ich mal jetzt die Anfangsmission, dass dort nicht Evelyn und Dingens stehen. Wer ist da? Jackie. Weil das wäre ein krasser Spoiler, wenn man hier hinfährt und auf einmal stehen die Namen da. Genau. Das war Oswald. Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Wer war das nochmal? Achso, Lucius Ryan, genau. Passt auch ganz gut immer mit den Symbolen darüber, weil das ist jetzt ja dieses Night City Symbol. Lucius Ryan. Naja. Wer war das nochmal? Achso, genau, Ruby Barrett. Ah. Das sind bestimmt Leute, die man... Also das sind alles Leute... Die man irgendwie aus dem Universum natürlich kennt. Aber ich krieg's gerade auch nicht mehr ganz zusammen. So, dann machen wir jetzt noch kurz Iboniki. Und da teleportieren wir uns jetzt tatsächlich mal hin. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Mich würde interessieren, ob das was bringt, wenn man nicht jetzt durch die verschiedenen Enden, die ich gemacht habe. Aber wir haben jetzt ja offiziell zwei Zugangskarten. Ob das irgendwas ändert. Ob man quasi für jedes Ende irgendwie nochmal einen Bonus bekommt. Weil wir kriegen ja im Endeffekt gar nichts, bis auf kleinen Schulterklopfer und ja, im Endeffekt ein kleines, ja, einmal diese Gorilla-Arme und das war's ja. Also mehr kriegt man ja im Endeffekt nicht. Und die Skins. Aber mehr eben nicht. Und das würde mich eigentlich freuen, wenn man hier nochmal so eine dauerhafte Belohnung immer wieder bekommt, wenn man das Ende spielt. Weil es ist jetzt auch keine kurze Mission. Und ich mach mal hier ganz zusammen das Radio aus. Nicht, dass wir noch Probleme bekommen die ganze Zeit, weil es die ganze Zeit läuft. Haben wir wahrscheinlich eh schon dann, aber man weiß es ja nie. Genau, dann hier sollte es sein. Da meine ich mal die Tür. Genau. Gucken wir mal. Okay. Ein Katana, gut. Das nehmen wir natürlich mit. Was haben wir hier? Eine ikonische Schrotflinte, zumindest das Schema davon. Ein Raketenwerfer, der Explosivmunition verschießt. Die Waffe kann mit Smart-Zielerfassung bis zu 6 Gegner gleichzeitig anvisieren.
Okay, interessant. Das würde ich gerne auf jeden Fall mal bauen. Können wir mal kurz gucken. Hier ist das feine Stück. Das können wir sogar bauen. Ich mache es jetzt gerade noch nicht. Vielleicht kriegen wir gleich noch was irgendwie geiler ist. Das war Pistole. Die fette Sniper. Okay, okay, okay. Nochmal eine Schrotflinte. Also, das ist quasi so das... Der Ort von Adam Smasher, schätze ich mal. Die Neuverkabelung unserer Synapsen. Aber hier kann ich auch leider nicht mit den Monitoren interagieren. Das sieht natürlich nach Adam Smasher aus. Der hat sich ja im Laufe der Zeit so ein bisschen weiterentwickelt. Vielleicht ist das seine alte Form gewesen. Das ist natürlich ganz cool, aber gucken wir mal, was der Raketenwerfer kann. Ja, Raketenwerfer, Schrotflinte, wie auch immer. Cool aussehen tut's schon mal. Gucken wir mal, dass wir ein passendes Ziel dafür finden. Ja, da waren wir dem Ganzen ja eigentlich ziemlich nah, als wir mit Rogue hier waren. Hätten wir da noch ein bisschen weiter suchen müssen eigentlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch der Ort ist, wo man ihn zuvor erledigen kann, weil ich meine mal gehört zu haben, dass das geht. Also, dass man ihn, bevor man in das Gebiet, oder bevor man die Hauptmission quasi beginnt, mit Jackie und dem Q, dass man ihn vorher schon ausschalten kann. Und sich dann wahrscheinlich auch storytechnisch ein bisschen was ändert. Weil man ja im Endeffekt auch nicht mehr den Endkampf hat gegen ihn. Aber ich bin mir nicht genau sicher, ob das tatsächlich stimmt oder ob das ein Hoax ist. Na, gucken wir mal. Oh. Okay. Der haut schon gut rein. Okay, das Ding haut richtig rein. Aber das Spiel ruckelt auf jeden Fall mehr als vorher. Ja, muss ich nochmal ran. Ja, jetzt haben wir quasi nicht genug Leute, um das zu testen. Weil immer hier diese Einzelnen ist ja langweilig. Ja, da ist natürlich geil, die Smartwaffen zu haben. Die Smartwaffen-Möglichkeiten. Gucken, ob wir gerade nochmal ein paar mehr Opfer finden. Eine andere Sache, die noch reingekommen sein soll mit dem Update, ist, dass es mehr Verkehr auf verschiedenen Straßen gibt. Vor allem hier so den Highway nach Japantown, meine ich, oder der hier. Eins von beiden. Oder der hier. Wahrscheinlich der hier, diese Brücke. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Dass die ein bisschen stärker befahren werden und das dadurch so ein bisschen aktiver wird. Und genau, das ist natürlich auch ganz cool. Sah auf jeden Fall auch in dem Vergleichsvideo, was man so gezeigt bekommen hat, echt ganz gut aus. So, dann gucken wir mal. Jetzt wollen wir mal eine Gang haben und jetzt ist hier keine. Oh. Und haben wir irgendwo so ein NCPD-Ding? Ja, sieht gerade schlecht aus. Ah, fahren wir einfach mal kurz ein bisschen rum. Das soll schon gleich noch kommen. Aber guck mal, hier kann man jetzt nicht einfach nur einmal R drücken, damit das aufhört. Das ist natürlich ein bisschen doof. Die Bullerei können wir natürlich auch angreifen. Vielleicht machen wir das mal, komm. Wir holen uns jetzt mal... Wir machen mal zum Abschluss. Ich speichere mal. Wir machen zum Abschluss mal ein kleines Gemetzel mit der Bullerei. Jetzt haben wir schon mal zwei Sterne.
Ich habe das schon mal gemacht. Einfach mal so aus Jux, um so ein bisschen zu gucken, wie das funktioniert und wie die reagieren und so. Das macht man ja bei GTA eigentlich auch ganz gerne. Ha, geil. Und was mich da auch interessiert hat, ist, ob man quasi Max-Tech irgendwie triggern kann. Was natürlich ein bisschen doof ist bei der Waffe, ist, dass man erstmal die Leute anvisieren muss, damit sie auch wirklich treffen. Und dass er immer nachladen muss, nach jedem Schuss. Aber das Ding ist schon hammergut, ey. Was man da jetzt auch nochmal machen kann, einfach Selbstzerstörung. Wie gesagt, dafür haben wir ja diese ganzen Skills. Hier geht auf jeden Fall auch die Muni gut runter. Was auch ganz nett ist, jetzt haben wir halt echt mittlerweile mal ein paar von diesen Netrunner-Punkten. Dass man damit noch mal ein bisschen mehr machen kann. Oh. Ey, ey, ey. Oh, es geht aber einiges. Fahren wir mal ein bisschen. Fahren wir mal ein bisschen ab. Oh! Oh, oh, oh. Geil, da kommen sie ja wirklich. Das habe ich zuletzt tatsächlich noch nicht triggern können. Das ist natürlich geil, okay. Uff. Okay, irgendwas haben sie gemacht. Ja, okay. Ja, krass, womit haben die uns getroffen? Das war irgendein Netrunner-Kram. Aber das ist geil. Ich wusste nicht, ob die kommen. Ich habe es damals, als ich das mal probiert habe, da hatte ich jetzt noch nicht so krasse Ausrüstung, nur bis Level 4 geschafft. Aber das ist natürlich ganz geil. Cool. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Und haben so die wichtigsten Updates, glaube ich, von 2.1 einmal mitgenommen. Wie gesagt, ich würde das nächste Mal auf jeden Fall wieder die finale Mission machen. Dann mit der letzten Option, die wir, glaube ich, haben, die wir offen haben. Oder was heißt die letzte? Also es gäbe natürlich noch die Option mit Arasaka, um sich dann anzuschließen. Ich glaube allerdings, dass das im Endeffekt, also wird ein bisschen was ändern natürlich in den Endresultaten, in den Endgesprächen und so. Aber ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viel ändern wird im Zuge der Story und vor allen Dingen nicht im Sinne der des Gameplays, sag ich jetzt mal. Während wir bei dem anderen mit Rogue und Johnny wahrscheinlich schon noch eine andere Mission spielen werden und vermutlich auch ein anderes Ende haben werden. Und das würde mich schon interessieren, was dabei rumkommt. Und dann sehen wir auch das letzte Update von 2.1, nämlich der Bosskampf von mit Smasher wurde auch ein bisschen überarbeitet. Da sieht man jetzt auch seinen Sandevistan ja, in Aktion, so wie es im Edgerunner-Anime auch aussieht. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Das sieht nämlich ziemlich cool aus. Gut, dann soll es das hier gewesen sein. Gespräche habe ich schon. Excuse you. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.